willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal einen Haul. Ich habe eine Kleinigkeit bei Rossmann gekauft und bei Depot beides online bestellt. Und ich dachte, ich zeige euch das einfach mal, was ich da so bestellt habe. Wir fangen mit Rossmann an. Und wie gesagt, waren nur Kleinigkeiten. Das erste, was mir jetzt gerade entgegenkommt, ist das hier. Ich mache das mal eben auf. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe noch nie bei Rossmann online bestellt. Ich denke mal so Coupons sind das einfach. Ja, lege ich erstmal zur Seite. Dann kommt mir Folie entgegen. So, und dann haben wir ganz unspektakulär Spülmaschinentabs. Ich brauchte nämlich dringend neue und es gab einfach bei uns im Supermarkt gab es nirgendwo mehr welche. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich sehe jetzt gerade, die Folie ist wasserlöslich. Hatte ich schon ewig nicht mehr. Und ja, einfach mal testen. Ganz normale Spültabs. Die sind auch nicht teuer. Dann habe ich mal Wäscheparfüm gekauft. Ich hatte sonst eins, ich glaube von Vanel war das. Das ist jetzt ja hier flüssig auf jeden Fall. Also Anwendung für den Trockner. Kann man sogar einen Trockner tun. Ja, cool. Muss ich auf jeden Fall mal testen. Bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich glaube von Vanel hatte ich jetzt mal eins. Und jetzt dachte ich mir, probiere ich mal einfach eins von Rossmann. Dann auch ganz unspektakulär eine Nagelbürste. Brauchte ich eine neue. Deswegen habe ich eine bestellt. So, dann habe ich einfach nochmal mitgenommen Isana Gesichtswasser. Wollte ich einfach mal testen, wie das ist. Und dann habe ich zwei Produkte mitgenommen von Haarliebe. Und zwar war ich bei uns im Rossmann und wollte die Produkte eigentlich kaufen. Da gab es aber leider nur die Spülung und doch das Trockenshampoo gab es auch. Das habe ich aber nicht mitgenommen gehabt. Und es gab noch diese Pflegemaske. Ich wollte aber unbedingt halt die Kombination Shampoo und Spülung halt testen. Und weil es das bei uns nicht gab, habe ich das jetzt halt online bestellt. Deswegen habe ich halt noch ein paar Sachen mehr bestellt, wie jetzt die Nagelbürste, Waschepapier und so weiter. Ja, und einmal habe ich hier noch das Trockenshampoo bestellt. Bin ich mal gespannt. Ich benutze ja sonst immer das von Batiste, heißt das, glaube ich. Bin mal gespannt, wie das ist. Ja, das war das aus dem Rossmann. Wie gesagt, nicht viel. Die Haarmaske und die Spülung von der Dominicati habe ich schon getestet, die finde ich gut. Also auch gerade die Haarmaske, die ist sehr, sehr pflegend. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das einfach jetzt mit Kombination mit dem Shampoo ist und Spülung und dann halt ab und zu mal Maske. Ich verwende sonst die Produkte von Kerastase. Da habe ich dieses Shampoo, das ist in so einer grünlichen Flasche, das finde ich sehr, sehr gut. Aber es hat natürlich auch einfach seinen Preis. Dann habe ich mal getestet von Balea, habe ich jetzt noch zum Testen. Da gibt es auch so eine Serie mit fettigen Ansatz, trockene Spitzen. Die habe ich noch nicht getestet, das mache ich als nächstes. Und dann habe ich noch welche getestet, von L'Vital, L'Oreal. Das wurde mir auch empfohlen. Das ist, glaube ich, auch mit Tonerde, das fand ich auch ganz gut. Wie gesagt, jetzt werde ich mal das von Balea testen und das von der lieben Dominicati. Ja, das war es aus dem Rossmann. Wie gesagt, nicht viel. Dann habe ich noch bei Depot bestellt, weil ich eine Tischdecke bzw. Läufe haben wollte. Und jetzt gucken wir mal. Hier kommt mir erstmal sowas entgegen. Ich glaube, irgendwo ist auch die Rechnung, genau. Und hier ist noch so ein Heftchen. Werde ich mir später mal in Ruhe anschauen. So, dann kommen mir jede Menge Papier entgegen. Ich habe auch nur drei Teile beim Depot bestellt. Wie gesagt, ich wollte eine Tischdecke haben und habe online einfach nichts Richtiges gefunden. So sieht das aus. Ich packe es jetzt auch nochmal aus. Ja, ich hatte halt bei Amazon geschaut, aber irgendwie, ich weiß nicht, war nicht so das Richtige. Also, so. Das
Das wollte ich nämlich bei mir auf dem Küchentisch machen. Ich habe da immer noch eine Ostertischdecke liegen. Ich denke mal, in so Ende Mai ist es an der Zeit, dass man sie da mal austauscht. So, so sieht die aus. Richtig schön, nicht zu viel, schöne Farben. Schmetterlinge gefällt mir gut. Ja, werde ich nachher auf jeden Fall mal drauf machen. Wie gesagt, das ist ein Läufer. Was hat der für Maße? 40 x 1,50 hat er. Ich hatte da noch Tischdecken, weil die Po, die waren aber so groß und rechteckig. Das ist halt ein, ist es, wenn ich alle Seiten aufklappe, ist so ein Tisch von Ikea, ist es ein rechteckiger Tisch, aber ich habe nur eine Seite offen. Das heißt, der ist mehr viereckig als beziehungsweise quadratisch. So, dann habe ich noch bestellt das hier. Das ist einfach so eine kleine Ablageschale. Die wollte ich mir einfach ans Bett machen. Fand ich ganz süß. Hier steht sogar auch ein Preis drauf. Und das letzte, das ist das hier. Das ist aus Glas, kostet 5,99 €, ist wie so ein, ja, als was haben die, als Tablett hatten sie es, glaube ich, ausgeschrieben. Und das Muster finde ich einfach total cool. Gefällt mir richtig gut. Weiß ich noch nicht, wo ich das hinmache, aber ich fand das optisch ganz hübsch. Vielleicht hier auf diesen braunen Tischen, auf meinen Wohnzimmertischen. Ja, gefällt mir ganz gut. Fand ich ganz cool. Und ich glaube, es gab sogar noch andere Farben. Aber gerade hier dieses, jetzt sieht es so ein bisschen aus wie so ein Mond. Fand ich sehr, sehr cool. Ja, das war es auch schon, wie gesagt, nicht viel. Hauptsächlich halt bei Rossmann hatte ich bestellt wegen der Domino Cati Produkte und bei Depot halt wegen der Tischdecke. Und damit sich das halt auch lohnt und ich nicht nur einen Teil kaufe, habe ich halt noch ein bisschen mehr was geholt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auch sehr über ein Abo oder einen Kommentar freuen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!